20.000, wir kommen, das ist der Schlachtruf, den wir schon seit Wochen hören, nur sie kommt einfach nicht. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Heute gemeint ist nicht der DAX, wobei der natürlich im nächsten Jahr sicherlich bei 20.000 sein wird. Nein, gemeint ist der Dow Jones, der es einfach nicht packen will. Und so gibt es einige, die sich hier den Spaß machen und hier zum Beispiel in Tweets ein Skelett abbilden mit Spinnenweben an der Tastatur und hier offenkundig ein amerikanischer Fernsehsender, Dow 20.000, Inside 20.000 in Sicht. Das ist ein kleiner Scherz, den man sich seitens derjenigen erlaubt, die vielleicht weniger euphorisch sind. Und euphorisch sind derzeit eine ganze Menge, das hat das US-Verbrauchervertrauen gestern gezeigt, das auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen ist, weil die Erwartungskomponente massiv gestiegen ist. Warum ist sie gestiegen? Weil man von Donald Trump wahre Wunder erwartet. In diesem Conference Board Verbrauchervertrauen wird auch gefragt, naja, wie sieht es denn aus, wie schätzt ihr die Entwicklung von Aktien ein? Da haben im November gesagt, 30% etwa, naja, könnte nach oben gehen. Jetzt bei der neuesten Umfrage des Conference Boards, das mit dem Verbrauchervertrauen erhoben wird, waren es knapp 45%. Das ist einer der größten Anstiege der letzten Jahrzehnte. Also man ist bullish in den USA, man freut sich, man geht davon aus, dass die Welt ganz wunderbar wird unter Donald Trump. Und genau das ist der Stoff, aus dem derzeit die Trump-Rally ist. Schauen wir mal uns die Asiaten an. Teilen die diese Trump-Rally? Naja, geht so. Nikkei 0,12%, Shanghai negativ 0,27%, Hang Seng leicht positiv. Aber Australien freut sich mit 0,9%. Gestern in den USA ja ein Handelstag, der so dünn war wie ein Handelstag am 27. Dezember seit 10 Jahren schon nicht mehr. Also minimales Volumen, es waren Finanzwerte, es waren Tech-Werte, vor allem wieder, wie ich gestern schon gezeigt habe, wie Tesla, wie Apple, wie Microsoft, die man nach oben getrieben hat. Vielleicht ist jetzt einfach so die Lage die, dass man sich sagt, naja, die Tech-Werte haben so ein bisschen underperformed, waren ein bisschen schlechter. Jetzt müssen wir die nächste Sau durchs Dorf treiben, die werden doch auch ganz wunderbar dastehen unter Donald Trump. Naja, man sieht zum Beispiel bei Portfolio-Managern, bei Vermögensverwaltern, dass vor allem die Apple-Aktie da relativ stark untergewichtet ist, mit sehr, sehr guten Gründen. Aber es kann eben sein, dass man sich sagt, naja, wenn alles andere nach oben getrieben wurde, dann treiben wir eben auch Werte wie Apple nach oben, die sicher unter Donald Trump das eine oder andere Problemchen bekommen, wenn zum Beispiel Importzölle aus China oder Importzölle kommen, wenn das Verhältnis zwischen den USA und China sich weiter verschlechtern sollte. Was haben wir heute an Terminen auf der Agenda? Naja, relativ wenig. Die Pending Home Sales, die anstehenden Hausverkäufe um 16 Uhr. Der Kalender ist dünn, das Volumen ist dünn. Deswegen freuen wir uns über jede interessante Nachricht und schauen mal in den Charts nach, ob es da Nachrichten gibt. Wir starten mit dem Wunder Dow Jones, der es eben jetzt schon seit naja, wenn Sie hier mal schauen, hier am 13. waren wir schon knapp davor, 13. Dezember. Also es ist jetzt gut zwei Wochen her, dass wir permanent die 20.000 Marke erreichen. In Amerika sagt man, diese 20.000 ist ein No-Brainer, also praktisch braucht man gar nicht drüber nachdenken, kommt sowieso. Naja, aktuell wären wir bei 19.949 Punkten. Schauen wir uns den S&P 500 an, 2.266, da ging es ja zunächst nach oben, dann nach unten. Wir kommen hier auch nicht so richtig aus dem Quark, kommen auch nicht so richtig weiter. Der Nasdaq dagegen, der hatte gestern ein bisschen Strecke gemacht. Das versuche ich Ihnen hier durch permanentes Ziehen an dem Monitor auch zu verdeutlichen. Wir haben hier diese starke Öffnung gehabt, aber dann ist die Euphorie so ein bisschen abgeebbt. Das gilt ein Stück weit auch für den DAX, der, naja, was soll man zu dem sagen? Der ist im Prinzip auch ähnlich wie der Dow Jones in so einer Erwartungshaltung. Nur ist hier die 11.500er Marke sozusagen das, was beim Dow die 20.000er Marke ist. Wir dürften um und bei ziemlich genau da reinkommen, wo wir hier gestern rausgekommen sind. 11.469 wird sich also nicht wahnsinnig viel tun. Sehen wir uns die US-10-jährige Staatsanleihe an. Wenig Veränderung. Gestern eine Emission der zweijährigen US-Staatsanleihe mit ganz miserabler Nachfrage, deswegen höhere Renditen. Das schadet dem Dollar derzeit ein bisschen. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,0473, also leicht erholt. Wir sehen Dollar-Yen bei 117,61 und sehen Dollar-Yuan wieder etwas schwächer, die chinesische Währung, also wieder leicht im Aufwind. Was macht Öl? Hat sich gestern deutlich erholen können, ist jetzt wieder leicht schwächer bei 53,76. Man will hier zwischen OPEC und Nicht-OPEC
Ländern sicherstellen, dass die Sache auch wirklich klappt mit der Produktionskürzung. Wir hatten gestern diesen massiven Spike bei Gold, dann ging es runter, jetzt wieder Erholung, 1142. Wir sehen Silber ziemlich genau an der 16er Marke und wir sehen massive Probleme. Das ist Toshiba, gestern schon hier der massive Abverkauf, heute der nächste massive Abverkauf eröffnet mit der Limit Down, also vom Handel ausgesetzt. Man hat diese Beteiligung an einer amerikanischen Nuklearfirma, wo man große, große Abschreibungen machen muss im Milliardenbereich. Der CEO von Toshiba hat sich gestern entschuldigt, er hat sich heute entschuldigt. Sie erinnern sich vielleicht, 2015, da hatte Toshiba eingestanden, dass man 7 Jahre seine Bilanzen etwas frisiert hat. Hier ist also der nächste Skandal. Am Nikkei etc. geht das vorbei, aber es ist die Fäulnis, die so ein bisschen unter der Oberfläche ist, die wir derzeit doch erspüren ein Stück weit. Wir sehen totale Euphorie in den USA. Da kann also alles nur besser werden und der DAX wird sicherlich heute die 11.500er Marke machen, der Dow heute die 20.000er Marke, vielleicht, man weiß es nicht, es ist dünn, es passiert relativ wenig, bis etwas passiert, schauen wir mal, ob etwas passiert heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, bis dann, ciao.